Komm, was geht hier? Nein, nein, nicht nochmal die Situation von vorne. Muss das sein? Ich hab schon genug gesehen. Oh, nee. Nein, Bro! Titans, Speakerman! Oh mein Gott! Digga, mach was! Er hat seinen Arm abgeschnitten! Er schlägt sich selber noch einen rein! Nein, Mann, Digga, die werden so abgefarmt, Mann! Das kannst du mir nicht erzählen! Ey! Ja! Da denkt man einmal, er kann's. Hä? Bro, was bildet sich da? Er ist zurück! Er kommt wieder! Endlich! Yes! Ja, das war klar, dass er gleich wieder einen Abfatzer macht, ne? Das war's. Das war's für die Wissenschaftler. Einer muss jetzt draufgehen! Einer stirbt jetzt mal! Von den Bösen! Die Scientist Toilet ist weg! Bruder, das Video aus, also von den Göttern. Ich sag euch, wie es ist. Was ging da denn gerade ab? Ich habe ein paar Secret Messages gehört. Irgendwas hier rückwärts und so weiter. Das gucken wir uns natürlich im dritten Durchlauf nochmal an. Wir schauen jetzt erstmal in die Analyse rein und gucken mal, was, also. Digga, ich bin sprachlos. Hashtag sprachlos auch in die Kommentare. Hashtag TitanTVMan in die Kommentare. Ne, wenn ihr meine Situation fühlt und wenn ihr euch freut, dass TitanTVMan wieder da ist. Wir gucken mal rein. Okay, ich habe mir jetzt mal einen Chai Latte besorgt. Das hier ist klar, ne? Also die Zunge da. Pack die mal wieder in der Scheune, Bro. Junge, diese stinkende Toilette da oben, hier genau den, wie der immer wegläuft, wenn irgendwas passiert, ne? Und jetzt hier macht er den richtig dicken so. Oh yo, ich bin die Boss-Toilette. Und dann hält er ihn fest, wenn die zu zweit den bearbeiten oder was. Und dass er sich selber durchsägen will. Absoluter Ehrenmann, Titan Speaker, Leute, absoluter Ehrenmann. Hier passiert aber noch im Laufe der Folge was, was wir uns hätten bisher noch nicht vorstellen können. Guck, wie er ihn versucht abzulenken, ne? Und er, nein! Und dann will er sich weiter durchsingen und da ist schon was fast durch. Fast ist das schon RIP. Und er schneidet mit dem Messer seinen Arm runter. Das ist so eine geile Aktion und er schlägt weiter auf sich ein. Und hier, ganz komisch, jetzt fängt es an, dass der Titan Cameraman böse wird. Er geht auf Titan Speaker los, mittels diesem Fernseher da. Der will auf ihn schießen. Und jetzt sieht man's. Jetzt greift er ihn an und tritt ihn auf den Boden. Jetzt eine hässliche Lache an, Mann. Und da denkt man so, yeah, Mann, Raketenwerfer, Bro, er hat zufällig zwei dabei. Na klar, warum nicht? Natürlich geht der Bildschirm nicht kaputt. Aber warte mal, ich wusste gar nicht, dass sein Auge so komisch aussieht. Was ist denn da passiert? Seit wann ist denn das so? Sein Auge hängt ja so richtig komisch raus, ne? Aber hier. Ein Tornado bildet sich. Leute, guckt euch mal das im Hintergrund an. Das irgendwie sind so Wolken oder sowas. Als wäre das eine andere, wirklich eine andere Dimension. Seht ihr das?
Skibidi, ich muss mal direkt Lohos Milch holen, sagt er sich, guckt er sein hässliches Gesicht an. Irgendwann kriegst du noch den absoluten Overkill-Slap in dein Gesicht. Direkt durchgezogen. Eins muss ich ihm lassen. Eins muss ich dem lassen, Leute. Auch wenn der weiß, der ist gleich völlig dead. Der wird gleich so auseinandergenommen, steht er da sein Mann. Er steht da und sagt, Digga, let's go. Weißt du? Und irgendwie... Digga! Da gibt's erstmal direkt einen Slap. Was ist das für eine krasse Waffe? Wir gucken uns den mal an. Ich muss mal ganz kurz da ein bisschen näher reingehen. Hier ist ein bisschen heller. Bro, der hat jetzt Bildschirme am Arm. Seine Klauen sind wieder da. Seine Monitore. Hier ist einer, da ist einer. Digga, hat ein neues Schwert. Er hat einen Energiekern, der geisteskrank ist. Was zur Hölle haben die mit denen gemacht? Bro, hat der jetzt Upgrade bekommen zu 8K oder was? Guck, wie der reinscheppert, ne? Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monitore. Das ist die sechsfache Power wie vorher. Wobei man sagen muss, er hatte, glaube ich, 2 vorher dann. Da sein Bauch irgendwo vielleicht noch oder so. Direkt gegrillt. Und RIP. Der Finisher. Scientist Toilet ist ein für alle Mal besiegt. Dass ich das noch erleben darf. Oh Bro, guck dir das Ding an, ne? Das Ding ist direkt durch sein Gesicht durchgegangen. Komisch. Ich finde das sehr komisch, dass das jetzt so aussieht. Ich weiß nicht, Leute. Mir sieht es ja jetzt nicht irgendwie danach aus, als würde der Scientist hier von einem Doppelgänger oder so eingenommen worden sein. Ihr könnt aber trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Weil für mich kam das jetzt ein bisschen einfach rüber, aber irgendwo war es natürlich auch mal notwendig. Einer musste draufgehen. Glaubt ihr, dass es hier jetzt wirklich ein Doppelgänger gewesen ist oder war das ein für alle Mal, der Scientist is dead? Es kann ja auch sein, dass er sich vorher geklont hat, das wissen wir nicht. Der Typ ist zu allem fähig. Der hat jede Technik kopiert, der hat jedes Skibidi Toilet anscheinend erstellt, die jetzt neu war, glaube ich zumindest. Und er hatte ein Labor. Er könnte in dem Labor sich auf jeden Fall selber gezeugt haben, weiß man nicht. Und da hat er was gesagt. Das hören wir uns gleich nochmal an und gucken das ganze Ding rückwärts. Leute, bisher war es zu krass. Wir steppen direkt rein, würde ich sagen. Alright. Was haben wir hier? Was sagt der? Digga, es kommt mir vor wie so ein Science-Fiction-Film. Was hat er gesagt? Er hat da was gesagt. Wir hören noch mal genau hin. Sehr schwierig zu erfahren. Ich muss doch mal gucken. Your life will end vielleicht? Irgendwie dein Leben wird jetzt enden. Könnte sein. Junge, dieser Fight zu krass. Where are you going? Hat er auf jeden Fall gesagt. Where are you going? Wahrscheinlich zu der G-Man Toilette. Zweiter Satz, where are you going, wo er weggelaufen ist. Wir gehen nochmal rein, wir hören uns das nochmal an. Ich denke, ihr werdet dabei, also da mit mir sein. Where are you going? Ja, doch, das passt. Okay, where are you going? Er sagt also zum Boss hier, wo willst denn du hin, ne? Und ich glaube, er hat es auf ihn abgesehen. Weil jetzt, würde ich sagen, ist der Titan TV mal mit Abstand der stärkste Charakter. Aktuell. Your life will? Ich weiß nicht. Er sagt da noch was, als sich dieser Sturm öffnet.
dein Leben wird enden. Your life will end, maybe. Ich weiß es nicht. Aber Bro, können wir noch mal ganz kurz über diesen Sturm reden? Seht ihr das da drinnen? Im Hintergrund ist gar kein Sturm. Da, wo der Typ ist, ist ein Sturm. Was bedeutet das? Also der Titan TV-Man wusste es schon im Vorhinein, ne? Und er ist auch der Einzige, glaube ich, der so rückwärts redet, regelmäßig, ne? Also der Titan TV-Man ist der Einzige, der so kommuniziert. Das muss man auch mal im Hinterkopf betrachten. Hier die Lache, man kennt sie. Geil repariert, Bro. Das hier auch, ne? Das, Leute, das fühlt sich an, als wären das zwei Brüder. Der eine rot, der andere blau. Titan Speakerman mit Speaker, Titan Cameraman mit Cameras. Es fühlt sich an, als würden hier zwei Brüder sich gerade irgendwie, ne, beschützen. Also zwei Brüder werden hier so. Der eine will den anderen immer beschützen. Keine Sprache, keine Stimme, sonst nichts. Freunde. Puh. Oh, holy moly. Bro, was geht hier ab? Es sieht mal nach einem ziemlich dicken Fight aus. Es gibt ihn, den Kampf, es gibt ihn. Oh mein Gott. Diggi, was ist das für eine kranke Gun? Oh, Bro, werden sie ihn besiegen? Ich hab gecallt, er ist der krasseste Boss. Ich glaube, der macht die beiden. Was? Wer kommt da? Glitch Toilet, 3 gegen 1, endlich! Oh mein Gott. Nein, Plunderman! Bro! Oh mein Gott. Was hat er getan? Das. Das darf nicht sein! Gottlose Episode. Gottlos. Ich sage, wie es ist. Ich bin nicht zufrieden. Diggi, was ist das denn hier? Hey, ganz ehrlich, das sollte doch gerade ein richtig kranker Fight werden, Junge. Der Typ sieht aus wie mein Uropa. Ich sag dir, wie es ist. Och, nö. Leute, wir gehen in die Folge rein. Ich bin aber not amused. Ich sag jetzt schon, das ist ein ganz schwieriges Ding für mich. Das kann ich nicht nochmal verkraften. Wir gucken uns das an. Wir analysieren jetzt mal. Okay. Der verdammte Scientist-Boss. Ich habe gesagt, es ist der krasseste Boss, meines Erachtens nach, den Skibidi Toilet halt so ein bisschen hier, naja, aufwarten kann. Meine Lache schon absolut crazy. Das kennen wir noch aus dem letzten Part, glaube ich, wo er sagt, du bist dead. Und es geht hier direkt los. Fight beginnt, entspannter Laser rein, okay. Es gibt aber direkt einen zurück. Und Bruder, guckt es an. Er sticht mit irgendwas rein. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Ihr seht ein Messer. Er sticht hier rein. Das juckt den nicht. Das hat gerade mal sein Laser da irgendwie auf der Seite so ein bisschen beschädigt. Ich will aber sein Auge nochmal genau im Blick behalten. Okay, es ist rot. Hängt ein bisschen an zu leuchten. Auf einmal kommt hier hinten so eine Toxic Cannon oder so raus. Butz, Junge. Und direkt ist seine Säge kaputt. Aber warte mal, ganz kurz. Was genau ist da kaputt gegangen? Sein Arm. Okay, ja, sein Arm. Die Laser ganz am Arm. Er gibt ihn Energie... Strahl auf seine Waffe. Er hat aber noch eine und gibt ihn auch einen Energiestrahl zurück. Der wird aber direkt abgesägt. Und hier, der Titan Cameraman gibt alles, ne? Die Glitch Toilet macht die nächste Gun hier kaputt. Und hier sieht man, Diggi, auch eine ganz uncoole Sache. Guck mal, die greifen den zu dritt an. Zu dritt. Zwei Titans plus die Glitch Toilet. Das ist schon so, wo man denkt, so, Bruder, das überlebt kein Mensch. Guck dir das an! Sehen wir da jemanden? Ich will einmal ganz kurz in der Ferne gucken.
irgendwas hier? Wir scannen einmal kurz die Umgebung ab. Nix. Ich habe da aber ein krasses Secret noch für euch. Bro, er hat ihn direkt in die Füße geschossen. Was zur Hölle ist das eigentlich, Bruder? Pack mal deine Zunge wieder ein. Digi. Und jetzt gibt's den TV, ne? Und stopp. Was ist das hier eigentlich für ein Charakter? Sind wir sicher, dass das ein Cameraman ist? Sind wir sicher? Ich denke schon, ja. Aber ich finde die Hand und sowas alles ziemlich komisch. Ist nirgendwo irgendwie ein Dude oder sowas? Wir sehen nichts, ne? Junge, er sägt ihm einfach sein... Oh mein Gott. Jetzt check ich erst, was hier gerade passiert. Der Camera Titan bringt sich gerade selber um, weil er dieses Licht nicht ab kann. Aber hat er sich wirklich umgebracht oder ist das nur die Kamera, die weg ist? Leute, was zur Hölle. Wir gehen nochmal zurück. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal rückwärts an, ob wir irgendwas erkennen können. Hier hinten, nee, da ist nichts. Es muss doch irgendwo der Frick Boom stehen. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Oh, yo. Ey, so ein widerlicher Typ. Was hat er denn da gemacht? Ich verstehe das nicht so ganz. Er macht da irgendwas mit seinem Energiekern. Kann es sein, dass er ihm vielleicht die Linse abgenommen hat, wogegen derjenige immun ist, gegen diesen Bildschirm? Könnte sein. Alter, der, ich schwör's dir. Ich hätte echt gedacht, dass der den packt, ne? Töne vielleicht, die wir erkennen können, wenn wir es rückwärts anschauen. Warte mal, ganz kurz nochmal schauen. Irgendein Charakter hier, irgendwas Grünes, was wir sehen? Nee. Mann, wo ist der Frick Boom? Da oben ist nur eine Military Base, ansonsten sehe ich soweit nichts. Oben auf dem Felsen ist auch keiner. Auch das Messer, was er da bekommen hat, ne? Sonst wirklich nichts. Mm-mm. Nichts Außergewöhnliches. Wir konnten nichts erkennen. Komisch, wie er jetzt gerade guckt, ne? Schau mal oben auf dem Felsen. Alter, sein Gesicht, die Transformation. Crazy. Okay, Leute, das war eine ziemlich abgefahrene, leider sehr, sehr kurze Folge. Ich würde mir ganz gerne nochmal Episode 67 Part 1 reinziehen, weil ich nicht genau weiß, wie das nochmal dazu geführt hat. Also, wir gehen mal kurz rüber. Oh, der Titan TV-Man, kehrt er zurück? Was ist mit den Titans? Junge, was geht denn hier ab? Leute, wie immer, wir gehen straight erstmal raw rein. Yo! Bruder, die Double Bazooka. Ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Secret hier gesehen. Ist das die Skibbe, die Toilet Base? Die haben einfach die dicksten Raketenwerfer am Start. Schieß doch! Er lebt noch. Junge, wie zäh diese Toiletten mittlerweile sind, ne? Uff. Was? Der hat ja irgendwie so einen Speer da drinne. Oh, jo, ist das ein neues? Gib mir die Toilette. Da war ja... Wer ist denn da drin? Ach du Heiliger! Leute, das ist eine alte... Ja! Oh mein Gott! Wie sieht der Titan Cameraman aus? Bro! Was hat der da gerade... Oh mein Gott. Weggelasert. Kommt schon, Jungs, kommt schon. Wo ist der Titan Speaker? Man ist auch da. Sie leben noch. Oh no. Ich ahne Böses. Es gibt den Kampf. Wow!
Das wird eine sehr, sehr geile Analyse. Habe ich jetzt mega Bock drauf. Wir gehen direkt rein, Leute. Okay, Leute. Wir gucken uns jetzt erstmal die Location an. Also hier brennt alles. Der Krieg schreitet natürlich voran. Und viele liegen hier schon tot, sind dead. Warte mal ganz kurz. Ich habe hier ein Secret entdeckt. Seht ihr das da oben? Da steht The Fuck Boom wahrscheinlich. Weil immer, wenn irgendwas Grünes oder so kommt, dann ist der nicht weit. Und das ist hier der Fall. Und vielleicht kann man hier sogar schon das Portal sehen, wodurch er immer durchgeht. Wartet mal, Leute. Ich zoome mal ein Stückchen näher ran. Okay, Freunde. Wie man sehen kann, man sieht, dass es ist schon ein kleiner Apparat irgendwo mehr oder weniger. Also schon irgendwo. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Das sieht mir ziemlich sass aus. Aber man kann auch nicht so viel dazu sagen. Ich weiß tatsächlich nicht, was das bedeuten soll. Fakt ist, stopp. Seht ihr, wie schnell das Ding wieder erledigt ist? Was ist das? Wir kriegen einen Hinweis auf... Oh, ich kann sogar noch besser mittlerweile noch effizienter ranzoomen. Ja, hier sieht man schon. Okay, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, was das sein könnte, weil ihr seid teilweise schon echt richtige Profis. Ich lese natürlich später wieder durch, wisst ihr auch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant hier zu sehen. Zwei Leute, die weglaufen, da ist die Kamera kaputt, ja. Junge, wer sind die eigentlich, ey? Sprengen die mal direkt weg. Okay. Oh. Junge, rein! Mit der Bazooka. Tschüssi. Was ist das für eine Base da hinten? Da ist das so eine geschlossene Tür. Ihr seht ja hier schon, da steht irgendwas geschrieben, das kann ich nicht so genau erkennen. Aber was ist in dieser Basis drin? Klar, oben sind Skibidi die Toilets irgendwie angebracht. Aber wo sind die? Ist da der Boss drin? Der Skibidi Toilet Boss? Hier sieht man es halt, ne? Der Eingang oben. Oh! Ach so, die wurde direkt gesmashed. Junge, er ist auch wild. Also der Arm da erstmal. Puh, wir müssen den Gegner einmal analysieren. Guck dir das an, ne? Das juckt den gar nicht. Das ist die Mafia Toilet aus einer relativ frühen Folge. Ich glaube, in den ersten 15 Folgen oder so war die dabei und sah auch noch nicht so krass aus. Es ist halt heftig, dass die Skibidi Toilets irgendwie immer wieder zurückkehren, weil ich bin mir sicher, die wurde geschreddet. Guck dir mal seine Waffe da an. Ein Atomfass, so wie so einen radioaktiven Sensor da in grün irgendwie drauf. Schon wild. Warte mal ganz kurz. Wer wird hier gerade bearbeitet? Noch eine Mafia-Toilette? Sehe ich das richtig? Also der Titan-Speaker-Man ist da irgendwie auf jemanden drauf und macht ihn gerade kalt. Und hier, Leute, der Titan-Cameraman hat einfach keinen Arm mehr. Ja, okay. Aber wir haben doch beim letzten Mal das Tablet gesehen. Eigentlich sollten die beiden doch dead sein. Hier sieht man es, ne? Er nimmt den Arm und steckt ihn einfach dran und er funktioniert wieder. Wie krass ist das? Aber das könnte bedeuten, dass die Skibidi Toilets und Cameraman und so weiter die gleiche Technologie benutzen. Er hat einfach den Arm genommen, rangepackt, zack, Digga, neuer Arm. Die benutzen die gleiche Technologie. Man sieht es ja auch beim Titan, bei diesem Scientist. Der benutzt ja auch die Technik von den Skibidi Toilets. Aber Junge, was ist das eigentlich für ein lästiger Gegner? Boah, dieses Fass, ne? Er hat ihm so eine Schelle gegeben. Die beiden sind stinksauer. Und jetzt kommt es zum finalen Kampf mit Scientist Boss. Oh, Leute. Und er sagt, you are dead. Der Titan-TV-Man, kehrt er zurück? Was ist mit den Titans? Junge, was geht denn hier ab? Leute, wie immer, wir gehen straight erstmal raw rein. Yo! Oh, da die Double Bazooka. Ich glaube, ich habe schon das ein oder andere Secret hier gesehen. Ist das die Skibidi Toilet Base? Die haben einfach die dicksten Raketenwerfer am Start. Schieß doch! Er lebt noch. Junge, wie zäh diese Toiletten mittlerweile sind, ne? Uff. Was? Der hat ja irgendwie so einen Speer da drinnen. Oh, jo. Ist das eine neue? Gib mir die Toilette. Da war ja... Wer ist denn da drin? Ach, du Heiliger.
Leute, das ist eine alte... Ja! Oh mein Gott! Wie sieht der Titan Cameraman aus? Bro! Was hat der da gerade? Oh mein Gott! Weggelasert! Kommt schon, Jungs, kommt schon! Wo ist der Titan? Sneakerman ist auch da! Sie leben noch! Oh no, ich ahne Böses. Es gibt den Kampf. Woohoo! Das wird eine sehr, sehr geile Analyse. Habe ich jetzt mega Bock drauf. Wir gehen direkt rein, Leute. Okay, Leute. Wir gucken uns jetzt erstmal die Location an. Also hier brennt alles. Der Krieg schreitet natürlich voran. Und... viele liegen hier schon tot, sind dead. Warte mal ganz kurz. Ich habe hier ein Secret entdeckt. Seht ihr das da oben? Da steht The Fuck Boom wahrscheinlich. Weil immer, wenn irgendwas Grünes oder so kommt, dann ist der nicht weit. Und das ist hier der Fall. Und vielleicht kann man hier sogar schon das Portal sehen, wodurch er immer durchgeht. Wartet mal, Leute. Ich zoome mal ein Stückchen näher ran. Okay, Freunde. Wie man sehen kann, man sieht, dass es ist schon ein kleiner Apparat irgendwo mehr oder weniger. Also schon irgendwo. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Das sieht mir ziemlich sass aus. Aber man kann auch nicht so viel dazu sagen. Ich weiß tatsächlich nicht, was das bedeuten soll. Fakt ist, stopp. Seht ihr, wie schnell das Ding wieder erledigt ist? Was ist das? Wir kriegen einen Hinweis auf... Oh, ich kann sogar noch besser mittlerweile noch effizienter ranzoomen. Ja, hier sieht man schon. Okay, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, was das sein könnte. Weil ihr seid teilweise schon echt richtige Profis. Ich lese natürlich später wieder durch, wisst ihr auch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant hier zu sehen. Zwei Leute, die weglaufen. Da ist die Kamera kaputt, ja. Junge, wer sind die eigentlich, ey? Sprengen die mal direkt weg. Okay. Oh. Junge, rein! Mit der Bazooka. Tschüssi. Was ist das für eine Base da hinten? Da ist das so eine geschlossene Tür. Ihr seht ja hier schon, da steht irgendwas geschrieben, das kann ich nicht so genau erkennen. Aber was ist in dieser Basis drin? Klar, oben sind Skibby die Toilets irgendwie angebracht. Aber wo sind die? Ist da der Boss drin? Der Skibby die Toilet Boss? Hier sieht man es halt, ne? Der Eingang oben. Oh! Ach so, die wurde direkt gesmashed. Junge, er ist auch wild. Also der Arm da erstmal. Puh, wir müssen den Gegner einmal analysieren. Guck dir das an, ne? Das juckt den gar nicht. Das ist die Mafia-Toilet aus einer relativ frühen Folge. Ich glaube, in den ersten 15 Folgen oder so war die dabei. Und sah auch noch nicht so krass aus. Es ist halt heftig, dass die Skibby-Toilets irgendwie immer wieder zurückkehren. Weil ich bin mir sicher, die wurde geschreddet. Guck dir mal seine Waffe da an. Ein Atomfass, so wie so einen radioaktiven Sensor da in grün irgendwie drauf. Schon wild. Warte mal ganz kurz. Wer wird hier gerade bearbeitet? Noch eine Mafia-Toilet? Sehe ich das richtig? Also der Titan-Speakerman ist da irgendwie auf jemanden drauf und macht ihn gerade kalt. Und hier, Leute, der Titan-Cameraman hat einfach keinen Arm mehr. Ja. Okay, aber wir haben doch beim letzten Mal das Tablet gesehen. Eigentlich sollten die beiden doch dead sein. Hier sieht man's, ne? Er nimmt den Arm und steckt ihn einfach dran und er funktioniert wieder. Wie krass ist das? Aber das könnte bedeuten, dass die Skibby die Toilets und Cameraman und so weiter die gleiche Technologie benutzen. Er hat einfach den Arm genommen, rangepackt, zack, Digga, neuer Arm. Die benutzen die gleiche Technologie. Man sieht es ja auch beim Titan, bei diesem Scientist. Der benutzt ja auch die Technik von den Skibby Toilets. Aber Junge, was ist das eigentlich für ein lästiger Gegner? Oh, dieses Fass, ne? Er hat ihm so eine Schelle gegeben. Die beiden sind stinksauer. Und jetzt kommt es zum finalen Kampf. Mit Scientist Boss. Oh, Leute. Und er sagt, you are dead.
Oh, Digga, das wird ein richtig geiler Clash. Leute, ziemlich coole Folge. Leider nicht so lang wie letztes Mal, aber das ist auch nicht schlimm. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Teil und wir gucken jetzt nochmal ins Gibby the Toilet Multiverse rein, weil, Leute, ihr das mies feiert und ich habe auch lange nicht mehr reingeschaut. Gehen wir mal hin. Da sind wir und hier sehen wir das neue Multiverse. Falls ihr es noch nicht kennt, Leute, das ist von Doom Studio. Wir haben diese und noch eine Folge. Wir müssen auf jeden Fall mal kurz reinkommen. Und hier seht ihr den Clockman. Wie er die Skibbity Toilet foltert. Und jetzt kommt's, Leute. Richtig krass. Er ist dead. Also, sie sieht auf jeden Fall ziemlich dead aus. Und er macht einfach die Zeit wieder zurück. Und jetzt wird er wieder gefoltert. Wie krass das ist. Und er sagt so, nein, lass mich raus. Und kriegt schon wieder diese Turbine ab. Das ist ein mega, mega geiler Skill. Und ich finde diese Watchmen, diese Clockmen, die haben irgendwas ziemlich Cooles an sich. Er schreibt auf, was er weiß. Und jetzt, die sind schon ein bisschen heftig, Leute. Ich sag ehrlich, na, sie haben ihn jetzt gefoltert und jetzt drückt er diesen Knopf hier. Dead. Da haben die jetzt ein Wurmloch gefunden. Was ist das denn eigentlich für eine Kuckucksuhr da? Skibbity Toilet Space located. Und die haben hier irgendwas auf rückwärts gesagt. Das ist ja deren Sprache. Und hier sehen wir gleich, wie die neueste Folge vonstatten geht. Es gibt natürlich wieder einen dicken Clash. Wir müssen in der Stadt sich irgendwie verteidigen. Aber der Titan Speaker Man kriegt Probleme. Ein bisschen zumindest. Oh, da denkt man auch schon wieder, wurde fast eingenommen, ne? Aber direkt ein Smackdown gibt's hier. Da, Leute. Das neue Volk in Skibbity Toilet Multiverse. Er dachte, das wäre ein Feind, aber nein. Es sind die Leute, also Drill. Das sind die Drillmans oder die Drill... Ja, die Drillman, die Drillwoman. Women. So, denke ich mal, ne? Drill heißt ja Bohrer. Es gibt den natürlich auch noch in groß. Get ready für die nächste Mission. Rettung. Ja, da bin ich gespannt. Die gucken uns nämlich jetzt an, Freunde. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Ich bin mal gespannt, was die so können. Let's go. Oh, was haben wir hier? Oh, okay. Es gibt die Toilette, greift mal wieder an, natürlich. Aber er kriegt Nägel da rein. Bro, den Typen hat es ja komplett rausgezündet. Er ist auch weg. Den hat sowas von erledigt. Digga, wie krass. Der ist ja wohl super cool, der Charakter, oder was? Der hat einfach so eine schallgedämpfte Nagelpistole. Ey, die Waffe sieht sogar richtig cool aus, Mann. Was ist das denn hier? Clockocopter oder was? Oder Watchcopter? Er hat da irgendwie die geheime Akte. Die müssen jetzt diese Rettungsmission machen, ne? Bin gespannt, wo die hinführt. Yo, was ist... Leute, ganz ehrlich, da wohnt ihr doch, oder was? Na, sagt ehrlich. Schreibt's in die Kommentare. Ihr habt die ganze Stadt voll gefurzt. So sieht das da nämlich aus. Ganz sicher. Oha, da sieht man mal den Titan Drillman. Komisches Geräusch, aber der bohrt sich hier durch alle Charaktere durch. Auch der Kern und so. Ziemlich krasser Charakter. Der hat Power. Aber wen sollen die denn jetzt retten? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Er ist gegen Lautsprecher sehr empfindlich, wie man sieht. Er kann da nicht viel machen. Warte mal, warum hat er da hinten ein X auf seinem Jetpack? Was ist das denn? Ist da eine Schatzkarte oder was auf seinem Jetpack? Auf jeden Fall weiß der sich zu helfen, der Gute. Boom. Da kommt der Titan Speaker Man. Und ich finde, die könnten jetzt ja irgendwie zusammenarbeiten, oder? Er hat irgendwas zu ihm gesagt, aber man konnte es nicht so gut verstehen. Er macht sich direkt auf den Weg. Zur Rettungsmission. Doom Studio hat gesagt, dass die nächste Folge die längste Folge von Skibbity Toilet wird. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Beim nächsten Mal werden wir es sehen. Und falls ihr Multiverse feiert, Hashtag Multiverse in die Kommentare. Ja, Leute, das war's wieder mit einer weiteren Folge Skibbity Toilet. Ich bin gespannt, was in Part 2 passiert. Unglaublich! Leute, vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Heute um 16 Uhr streamen wir das neue Update von Tutu Charles. Bis später. Kuss, Kuss. Deno out.